Brennholzwüste. Etwa ein Fünftel der Landesmasse ist von Wüsten bedeckt. Riesige von Sand, Kies, Felsen, Salz oder eisbedeckte Flächen. Hier leben nur wenige Tiere, die sich den extremen Bedingungen mit den großen Temperaturschwankungen und vor allem der Trockenheit anpassen konnten. Denn eines haben alle Wüsten gemeinsam: Es sind die trockensten Orte auf unserem Planeten. Die Wüsten der Erde sind durch unterschiedliche Klima- und Wettereinflüsse entstanden. Wenn du das Wort Wüste hörst, denkst du vermutlich sofort an die Sahara in Afrika, etwa 26 Mal so groß wie Deutschland. Die Sahara liegt in der subtropischen Zone. In dieser Klimazone haben sich überall auf dem Globus, auf dem Nord- und auf der Südhalbkugel Wüsten gebildet. Im Gegensatz zur tropischen Zone, in der es regelmäßig regnet, ist in der subtropischen Zone trocken. Die Regenwolken, die über die tropischen Wälder ziehen, werden zwar von dem Wind Richtung Norden und Süden geweht, doch auf ihrem Wege übers Land regnen sich die Wolken ab. Sie werden immer leichter und schließlich lösen sie sich Sonnenhitze der Sonnenstrahlen, die zwischen dem Äquator der Wendekreise nahezu senkrecht auf die Erde treffen, auf. In der Savanne, der Steppe, der Subtrope regnet es wenig und in den angegrenzten Wüsten kaum öfter als ein- oder zweimal im Jahr oder noch seltener. Und ohne Regen wachsen keine Pflanzen. Die Namibwüste ist eine subtropische Wüste auf der Südhalbkugel, allerdings eine Küsten- und Nebelwüste. Obwohl sie direkt am Atlantischen Ozean liegt, ist sie der trockenste Ort der Welt, mit Temperaturen von 50 Grad Celsius am Tag und 0 Celsius in der Nacht. Das liegt an einer kalten Meeresströmung aus der Antarktis, die an der Küste entlang fließt. Es bilden sich zwar oft dichte Nebel, aber keine Regenwolken. Die Tiere und Pflanzen, wie die nur in der Namib beheimateten Weltfischer, sind echte Überlebenskünstler und haben sich angepasst. Sie zehren von den winzigen Nebelwassertropfen und kommen mit der Hitze zurecht. Doch der Klimawandel bedroht das Ökosystem. Noch größere Hitzen würden auch Nashörner, Gecko und Co. nicht ertragen. Der Sandstürme, die hier oft toben, werden zunehmend heftiger, tragen den Sand fort und zerstören Lebensräume. Durch lange Dürreperioden breiten sich viele Wüsten aus und verwüsten buchstäblich ganze Landesstriche. Auch dort, wo in der Savanne so zu viele Nutztiere weiden und Bäume gefällt werden, um Brennholz zu gewinnen, vergrößern sich die Wüsten. Und es entstehen Wüsten, wo Seen austrocknen, wie zum Beispiel der Aralsee in Asien. Einst war er fast so groß wie das Bundesland Bayern und reich an Fischen. Für den Anbau von Baumwolle haben Landwirte Wasser aus dem großen, aber flachen See entnommen. Inzwischen ist der See nahezu ausgetrocknet. Und für den Baumwollenanbau werden Unmengen an Dünger und Pestiziden eingesetzt, höchste Zeit, etwas zu verändern. Das kannst du tun, um etwas zu verändern. Wasser ist das kostbarste Gut auf der Erde. Stelle also den Wasserhahn ab, während du dir die Zähne putzt. Dusche lieber statt zu baden. Spül- und Waschmaschinen sollten bei euch erst laufen, wenn sie voll sind. Das meiste Wasser wird allerdings zur Bewässerung benutzt, in der Landwirtschaft und in den Gärten. Statt das kostbare Süßwasser auf den Rasen zu gießen, befülle lieber Trinkflaschen für Vögel und Insekten, die im Sommer unter der Trockenheit leiden. Um die Baumwolle für ein einziges T-Shirt anzubauen, werden 2500 Liter verbraucht. Gehe also achtsam mit deiner Kleidung um. Billige Wegwerfmode, die kaum getragen und weggeworfen wird, ist schlecht für die Umwelt. Um die Ausbreitung der Wüsten zu stoppen, gibt es zahlreiche Umweltprojekte. In Afrika wird entlang der Sahara die große grüne Mauer errichtet. Eine 8000 Kilometer lange Schutzwall ausbauen.